der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich immer sein werde. Jesus, der Christus, der Sohn. Geliebte, immer mehr werdet ihr selbst zu Lichtsäulen. Werdet ihr selbst zum Licht der Welt. All jene unter euch, die in diesen Zeiten ihre Herzlichtkraft bewahren konnten, die in diesen Zeiten sich nicht haben hineinziehen lassen und wenn doch wieder herausgekommen sind aus dem Sog der Angst, der Wut, der Verzweiflung und des Hasses. Ihr, die ihr euer Herz bewahrt habt in der Schwingung der Liebe, ihr Herzlichter, seid meine Geliebten, meine geliebten Seelen. Ihr seid die Jungfrauen, die ihre Öllampen bereithielten für den Moment, in dem der Bräutigam kommt. Ihr seid die Kraft, die es möglich macht, dass sich die neue Erde immer mehr gestaltet. Und all die Lichtkräfte, die um den Planeten stationiert sind und darauf warten, eingreifen zu dürfen, niemals den Mut verloren haben, sondern tief und fest an euch geglaubt haben, denn sie haben gesehen, wie ihr euch aus dem Sumpf des Kollektivs befreit habt. Euch gehört mein Dank. Euch gehört meine Liebe. Das heißt nicht, dass ich nicht all jene auch liebe, die sich haben manipulieren lassen, die eine andere Wahl getroffen haben. Meine Liebe gilt allen Wesen auf Erden. Und jede Seele, die jetzt noch bereit ist, sich mehr dem Licht hinzuwenden und der Wahrheit, wird mit offenen Armen empfangen. Und es ist eure Kraft, es ist euer Licht, das dies möglich macht. Geliebte, es wird der Zeitpunkt kommen, und er ist nicht mehr allzu fern, gemessen an dem Zeiträumen, die möglich sind für eine Entwicklung, ist er sogar sehr, sehr nah. Da die alte Erde und die neue Erde die Verbindung immer mehr verlieren und ihr nicht mehr
existent seid in all dem Gräuel um euch herum, sondern nur noch Schönheit seht, nur noch Frieden, nur noch lachende, fröhliche Gesichter. Nun ja, dies dauert noch eine Weile, da es für jeden, der auf der Erde ist, Wirklichkeit wird. Doch wird es diese Erde geben, und sie ist im Entstehen. Sie entwickelt sich mit euch aus der alten Erde heraus. Und ihr Geliebte, die ihr euer Herz offen haltet und dennoch Wahrheit sprecht, doch in Liebe und in Akzeptanz und Wertschätzung für alle um euch herum. Ihr seid die Brücke für die Zweifelnden, für die Unsicheren, für die Haltlosen, die Halt suchen. Und ihr werdet immer mehr, ihr werdet immer mehr. Auch wenn es Aussagen gibt, die das Gegenteil behaupten. Doch ihr wisst schon lange, was ihr glaubt und was nicht. Und je mehr ihr voranschreitet in eurer Entwicklung und je mehr ihr bereit seid, das Licht durch die Lichtsäule, die ihr seid und die ihr geschaffen habt, fließen zu lassen durch euch selbst, durch euer Herz, hinein in die Erde, in das Kollektiv, desto sicherer seid ihr, desto wahrhaftiger werdet ihr, desto stabiler haltet ihr den Frieden in euch. Denn immer mehr wird sich auf diese Weise eure Frequenz erhöhen. Und wenn sich die Frequenz erhöht, so erhöht sich auch Erkenntnis und Bewusstheit und Liebe, die Fähigkeit, Empathie, Liebe und Frieden zu sein in einer Welt, die das so dringend braucht. In einer Welt, die das so dringend braucht. Und dies ist der Schlüssel, der es ermöglicht, immer mehr Seelen den Weg in das Licht zu ermöglichen, immer mehr Seelen den Weg in die Liebe zu ermöglichen. Und auch wenn ihr so lange Zeit auf Erden geglaubt habt, dass ihr so wenig Einfluss habt und dass euer Leben unbedeutend sei und dass um euch herum die Dinge geschehen, ohne dass ihr sie verändern könnt, so habt ihr inzwischen verstanden, dass dies ganz und gar nicht mehr so ist, sondern dass ein jedes Licht, jede Lichtsäule, ein jedes friedvolles Herz, ein jedes offenes Herz der Liebe einen Unterschied macht,
einen Unterschied macht, und zwar keinen geringen, sondern einen großen Unterschied macht. Und auch, wenn es für die strahlenden Lichter unter euch immer wieder sein kann, dass ihr angegriffen werdet, so wisst ihr auch und immer mehr, dass dies nur deshalb ist, weil ihr die Kraft habt, dem zu widerstehen. Bis eines Tages all die Angriffe aufhören, weil sie nicht mehr möglich sind, weil ihr nicht mehr wahrgenommen werdet, weil euer Licht zu stark, zu groß, zu leuchtend geworden ist. Dies ist das Spiel der Kräfte. Und ich sage euch, auch die Widersacherenergien haben ihren Grund, warum sie da sind, sonst wären sie nicht hier. Und sie geben euch die Möglichkeit zu wachsen, denn ihr seid in einem Raum des freien Willens. Und der freie Wille ist, wofür entscheidest du dich? Wofür setzt du dich ein? Und dies kann dir niemand abnehmen. Doch du kannst es immer tun, ohne in das Urteil und in das Kämpfen gegen etwas zu gehen. Du kannst die Wahl für etwas treffen und deinen Weg für die Liebe, für den Frieden, für die Empathie, für die Fülle, für jedes Wesen gehen. Oder du kannst gegen alles kämpfen, was du nicht für richtig hältst. Doch der Kampf erzeugt Kampf. So wie Wahrheit Wahrheit erzeugt, so ist es, die Balance zu finden zwischen der Wahrheit, die du vertrittst, und deinem Weg für etwas zu gehen und nicht gegen etwas. Denn die Wahrheit will vertreten werden und ausgedrückt. Du sollst dich nicht ducken und die Augen schließen, doch du sollst wählen, wohin du deinen Fokus richtest, und dennoch in der Wahrheit sein und sie nicht, wenn es nötig ist, verschweigen, wenn es nötig ist, sie auszusprechen. Denn auch dies habt ihr lang genug getan, geschwiegen, weil ihr Angst hattet, das, was ihr sagen würdet, würde auf Widerstand stoßen. Ihr würdet abgelehnt werden, zurückgewiesen. Dies war eine große Angst in euch. Doch wenn du dich selbst hast, wenn du in Verbindung bist mit deiner Seele, mit deinem Herzen, mit deiner innersten Wahrheit, hast du keine Angst mehr vor Zurückweisung. Du hast auch keine Angst mehr vor Strafe, denn du bist integer und authentisch, und anders kannst und anders willst du nicht sein. Und so wirst du zum Leuchtturm, so wirst du zum Licht der Welt.
meine Leuchttürme, meine Lichtsäulen. Lass das Christuslicht der Liebe, der Quelle, zu euch fließen und lasst es durch euch zur Erde fließen, um Heilung zu bringen und heilend zu wirken. Und je mehr ihr in der Lage seid, dies zu tun, desto mehr werdet ihr unterstützt und desto mehr wird aus den hohen Reichen alle Unterstützung auf die Erde kommen, die ihr braucht, um die letzten Schritte zu gehen, und in euren Fußspuren Licht und Liebe zu hinterlassen. Fühlt, wie sich das anfühlt, Geliebte, wenn du gehst, wenn du deine Schritte tust und bei jedem Fußabdruck, den du hinterlässt, entsteht Leben, entsteht Liebe. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht erstrebenswert? Ist das nicht wert, sich dafür zu entscheiden? Immer mehr. Und so seid gewiss, euch ist jede Hilfe, jede Unterstützung zuteil. Doch ihr müsst bitten, ihr müsst sie einfordern, ihr müsst der Kanal sein, durch den sie kommen kann. Und so ist es, Geliebte, so ist es. Und wisse, du bist unermesslich geliebt. Und diese Erde ist unermesslich geliebt, mit all ihrem Licht und auch ihrem Schatten. Und so ist es, Geliebte.